Hallo, ich möchte heute gerne eine neue Serie starten, die da heißen soll Erwachsen und Zahnspange. Weil die meisten von euch werden das sicher aus den letzten Videos mitbekommen haben, dass ich jetzt neuerdings eine feste Zahnspange trage. Wobei das nicht wirklich neuerdings ist, weil die Zahnspange im Unterkiefer, die habe ich jetzt seit Dezember 2012. Aber die Zahnspange im Oberkiefer ist neu, die habe ich seit September, also seit September diesen Jahres. Und ich hatte gefragt, ob ihr gerne dazu eine Serie haben wollt, weil eine Zahnspange im Erwachsenenalter ist ja dann nochmal was anderes als eine normale Zahnspange. Und viele von euch haben sich dafür interessiert, deswegen habe ich mich dazu entschlossen und ich würde das gerne so machen, dass ich immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen Videos dazu mache, zum Beispiel über die Kosten, neue Updates. Also was es quasi so Neues gibt, beziehungsweise was sich verändert hat mit meinen Zähnen, was bei mir so gemacht werden musste, also all sowas. Und ja, falls ihr Fragen immer mal wieder habt zu den jeweiligen Themen in den Videos, die ich zu diesem Thema machen werde, dann bitte ich euch, sie mir unten in den Kommentaren zu stellen und ich versuche die dann immer so thematisch einzuordnen und dann in den Videos zu beantworten. Ja, und heute möchte ich gerne mit euch ja, ein Thema besprechen. Also wir gehen eigentlich direkt ganz an den Anfang und zwar zu dem Entschluss. Warum habe ich mich jetzt so entschlossen, eine Zahnspange machen zu lassen? Also was waren da meine Beweggründe dafür? Weil da werden sich wahrscheinlich auch, oder ihr werdet euch wahrscheinlich auch folgende zwei Fragen stellen. Und zwar einmal, wie alt ich bin und zweitens, warum erst jetzt? Ja, weil ich bin ja 24 Jahre alt und ich habe mich erst jetzt dazu entschlossen, eine Zahnspange machen zu lassen, was ja eigentlich ziemlich dumm ist, weil eine Zahnspange wird nur bis zum 18. Lebensjahr von der Krankenkasse bezahlt. Das heißt, ich muss das wirklich selber bezahlen. Und warum habe ich mich deshalb erst jetzt dazu entschieden? Aber zuerst möchte ich mal darüber sprechen, warum ich mich überhaupt dazu entschieden habe. Und ja, die Entscheidung ist eigentlich gefallen oder der Entschluss letztes Jahr im September. Da war ich gerade ein paar Tage vom Urlaub zurück. Ich saß daheim mit meinen Eltern auf dem Sofa und habe Bilder von mir angeguckt. Und ich war wie immer super unzufrieden. Also waren eben so Schnappschüsse und ja, ich war da wieder so verkrampft, weil, also ich versuche auf Bildern immer so gut wie nie meine Zähne zu zeigen. Ich habe ja diesen einen hervorstehenden Zahn und den sieht man auch mit geschlossenem Mund, weil der hängt einfach so weit raus. Also ja, und immer dieser Gedanke an diesen Zahn lässt mich so verkrampfen und ich sehe immer aus, als hätte ich schlechte Laune auf Bildern und ich wirke unsicher und ich lächle eben einfach nicht gerne, weil ich mich so abgrundtief für meine Zähne schäme. Also es ist mir wirklich super peinlich. Und ich glaube auch, dass meine Zähne so mitunter verantwortlich sind, dass ich wirklich so unsicher und zurückhaltend allgemein bin. Also wenn ich zum Beispiel mit jemandem spreche, habe ich immer Angst, dass der zuerst auf meine Zähne guckt und dann denke ich, oh Gott, der würde auch denken, ja sag mal, geh nie zum Zahnarzt oder was hatte ich so für furchtbare Zähne. Und da werde ich dann so unsicher und ich habe auch so wenig Selbstbewusstsein, wobei ich jetzt nicht glaube, dass meine Zähne hauptverantwortlich sind, weshalb ich so schüchtern und wenig Selbstbewusstsein habe. Ich denke, das ist einfach eine Charaktereigenschaft von mir und das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, aber ich denke, meine Zähne, die tragen wirklich halt einen großen Teil dazu bei, dass ich mich einfach so unwohl fühle. Und ja, da war ich dann an diesem Tag im September, saß ich dann mit meinen Eltern auf der Couch und dachte, ja, so kann das nicht weitergehen. Also sagte ich laut, ja, ich würde so gerne mir noch eine Zahnspange machen lassen. Und ja, meine Eltern, die waren dann jetzt nicht so, dass die gesagt haben, was? Also aus heiterem Himmel, wie kommst du da drauf und überlegst dir doch nochmal, sondern meine Mama war das, die hat gesagt, ja, ich finde, deine Zähne passen zwar zu dir, das macht dich schon so ein bisschen irgendwie aus, aber ich verstehe das, dass du das machen willst. Und mach das einfach so, du suchst dir jetzt morgen einfach einen Kieferorthopäden aus, rufst da an und machst einen Termin und alles Weitere besprechen wir da danach dann. Und ja, dass sie das eben gesagt hat, da war ich wirklich so froh darüber, weil das war letztendlich dann auch so dieser Motivationsschub, dass ich mich dann wirklich dazu durchgerungen habe, einen Termin beim Kieferorthopäden zu machen, weil ich glaube, wenn sie jetzt gesagt hätte, ich weiß ja nicht, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht dazu durchgerungen, deswegen bin ich da so dankbar dafür. Aber jetzt haben wir noch immer nicht geklärt, warum ich mich erst jetzt dazu entschieden habe, weil ich bin ja erwachsen und warum habe ich das in einem Erwachsenenalter gemacht und nicht wie alle anderen im Teenageralter oder ja eben, als ich halt noch jünger war, als es die Krankenkasse übernommen hat. Und ja, dazu kann ich nur sagen, ich war wirklich regelmäßig beim Zahnarzt immer früher, also bis heute. Da haben meine Eltern auch wirklich sehr darauf geachtet, dass wir da immer hingehen. Und meine Zähne waren eigentlich schon immer schief, kann man sagen. Also das Hauptproblem bei mir ist, dass mein Kiefer zu klein ist und dass ich dadurch eben die Zähne, also die sind, stehen viel zu eng beieinander und dadurch verschieben die sich. Und bei mir verschieben die sich nach vorne und ich habe deswegen auch einen ziemlichen Überbiss, weil die natürlich immer weiter nach vorne wandern. Und
Damals war das noch nicht ganz so schlimm. Ich würde sagen, das war von Jahr zu Jahr wirklich schlimmer geworden, so dass ich jetzt so in meinem Alter jetzt den Tiefpunkt des Schiefseins meiner Zähne erreicht habe. Aber es ist nicht so, als hätten wir uns damals nicht schon darum gekümmert. Also, wie gesagt, ich war regelmäßig beim Zahnarzt und der hat wirklich nie ein Wort darüber verloren, dass ich doch einen Kieferorthopäden aufsuchen sollte. Also ich weiß nicht, ob es die Aufgabe eines Zahnarztes ist, einen darauf hinzuweisen, aber ich persönlich bin der Meinung, dass der Zahnarzt diejenige Person ist, die das am ehesten sieht und dann quasi einfach mal den Tipp gibt, ja, ich würde da vielleicht in die Richtung da mal mich erkundigen, hat er aber nie gemacht. Aus diesem Grund haben wir damals, da muss ich so ungefähr 13 gewesen sein, auf eigene Faust einen Termin beim Kieferorthopäden gemacht. Also wir sind da eben hingegangen und ja, da war es dann so, dass der Kieferorthopäde mir davon abgeraten hat. Er meinte, man könnte da schon was machen, aber das wäre viel zu aufwendig und auch überhaupt nicht nötig, weil ich wirklich so einen geringen Überbiss habe, dass es einfach, ja, also er würde es einfach nicht machen. Wobei, was heißt gering. Also bei mir, also man hat schon auf jeden Fall gesehen, dass ich keine schönen Zähne habe. Also die waren wirklich schief und andere damals in meinem Alter, eigentlich fast alle, die haben für jede noch so kleine Fehlstellung ihrer Zähne eine Zahnspange bekommen. Und ich war eigentlich so diejenige, bei der man es am meisten gesehen hat, dass sie eben schiefe Zähne hat und hat auch so ein bisschen so einen Überbiss, dass man da einfach was hätte machen müssen. Aber damals war das halt so, da dachten wir halt, ja, okay, der Kieferorthopäde ist der Experte, der wird es wohl wissen. Und ja, wenn es so bleibt, gut, damit kann ich leben. Also ich war damals ja, 13, da muss man sich das vorstellen. Ich war natürlich dann letztendlich froh, dass ich keine Zahnspange bekommen habe. Ja, heute wäre ich froh, ich hätte eine gehabt. Aber also bei mir war das so, ich wäre oder ich hätte mich nicht dagegen gesträubt, eine Zahnspange zu tragen. Also ich hätte das eben so hingenommen, aber letztendlich war ich froh, dass ich dann keine bekommen habe, so wie man halt in diesem Alter so ist. Und wie gesagt, haben wir dann eben auf den Kieferorthopäden gehört und haben es dann halt gelassen. Und ich frage mich halt heute so im Nachhinein, wie sich ein Kieferorthopäde dazu entscheiden kann, davon abzuraten. Also was hat er davon? Ich kann es einfach bis heute nicht verstehen, weil, wie schon gesagt, jeder in meinem Alter damals hat eine Zahnspange bekommen und ich war die mit den krummsten Zähnen eigentlich und habe keine bekommen. Und ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Und ich bin wirklich, wenn ich so darüber nachdenke, wirklich wütend darüber, auf diesen Kieferorthopäden gehört zu haben. Wir hätten eigentlich dann noch einen aufsuchen sollen, aber es ist ja natürlich, ja, klar, dass man so ein bisschen dann schon auf den hört, weil er kennt sich aus und das war so im Grunde der Fehler und es ärgert mich einfach so, weil ich hätte das jetzt einfach schon, wenn ich es mit 13 hätte machen lassen, schon hinter mir und müsste es jetzt nicht erst jetzt machen. Und das wäre natürlich sehr viel besser, aber wie gesagt, man hört eben darauf, was der einem sagt und ich bin wirklich super sauer darüber. Und also wie ihr seht, ist es nicht so, als hätte ich mich nie darum gekümmert, es stimmt eben nicht, aber bei mir war das eben, ja, irgendwie ist es einfach schief gelaufen. Umso mehr freue ich mich natürlich jetzt, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, jetzt in meinem Alter noch eine Zahnspange zu tragen. Ich bin wirklich, ja, ich bin so froh darüber, dass ich die Möglichkeit habe. Also gerade auch als YouTuber musste ich mir wirklich sehr viel anhören von bösen Menschen, die es da draußen gibt. Also diejenigen, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, werden das wahrscheinlich noch wissen oder wen wird es vielleicht wieder einfallen oder keine Ahnung. Damals im Februar hatte ich ja so ein bisschen so ein Tief. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wer das noch weiß von euch. Also das war dieses Jahr im Februar. Da war ich total down, weil da haben sich eben die Beleidigungen bezüglich meiner Zähne gehäuft, was ich eigentlich ganz interessant fand, weil ich hatte da wirklich schon seit 3 Monaten meine Zahnspange im Unterkiefer. Und gerade da, als ich diese Zahnspange dann schon hatte, wurden dann diese Beleidigungen quasi so groß. Davor war das eigentlich kaum, aber ja, ab diesem Zeitpunkt ging es dann halt richtig los. Und ich habe so den Grund, weshalb ich da so traurig war und keine Lust mehr hatte, gar nicht so richtig mitbekommen, weil so Beleidigungen bezüglich meiner Zähne, die habe ich immer gelöscht und die Person sofort blockiert, weil ja, Kommentare zu meinen Zähnen, das ist so eine Sache, damit kann man mich verletzen. Also wenn man zu mir sagt, ja, du bist hässlich, dann denke ich mir, ja, okay, das ist halt dem sein Empfinden. Mein Gott, pff, ist halt ein Idiot, wenn er das meint, dann ist das für mich in Ordnung. Aber wenn es um meine Zähne geht, da kann man mich wirklich treffen, weil ich da eben schon jahrelang darunter leide. Also ich leide wirklich schon darunter. Und nur um mal ein Beispiel zu nennen, was so für Kommentare kamen. Also das ist jetzt natürlich noch harmlos. Da hat irgendjemand einfach geschrieben, ja, anstatt so viel bei H&M zu kaufen, lass dir lieber die Zähne richten. Also das war dann noch harmlos, fand ich auch schon nicht nett. Aber ja, in die Richtung ging es halt noch extremer. Und also sowas, das war ja natürlich auch keine Kritik, es waren eigentlich einfach Beleidigungen. Und damit konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht umgehen.
Ja, weil es mir auch einfach so peinlich war mit meinen Zähnen oder auch immer noch peinlich ist. Also, das ist so eine Sache. Total unangenehm ist mir das. Also, ja. So, ich denke, wir haben jetzt geklärt, warum ich mich erst jetzt dazu entschieden habe, eine Zahnspange zu tragen, beziehungsweise was überhaupt so die Gründe dafür waren. Im nächsten Video möchte ich gerne darüber sprechen, was bei mir alles so gemacht werden musste, weil ich bin ja, wie gesagt, schon jetzt ein Jahr in kieferorthopädischer Behandlung. Die Zahnspange im Oberkiefer habe ich erst jetzt wirklich ein Jahr später bekommen. Das heißt, es war eine Menge Vorarbeiten nötig, dass ich diese Zahnspange im Oberkiefer bekomme. Und da möchte ich dann im nächsten Video mit euch sprechen. Und wie gesagt, falls sich jetzt Fragen für euch auftun, stellt sie mir auf jeden Fall unter das Video. Ich versuche die dann so zu verarbeiten oder weiter zu verarbeiten. Ja, dann freue ich mich auf euch in meinem nächsten Video. Macht's gut!